4000 streitende Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Rekord. Nuri Kiefer, Nuri ist Sprecher unserer GEW Schulleitervereinigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin heute in meiner Mittagspause zu eurer Kundgebung gekommen, um euch die solidarischen Grüße der Vereinigung der Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter der GEW zu übermitteln. Auch wir Schulleiterinnen und Schulleiter spüren den wachsenden Druck in unseren Schulen durch die stetig zunehmende Arbeitsbelastung auf allen Ebenen. In der Verwaltung und Leitung der Schulen, aber auch bei euch im Klassenraum. In der Ganztagsbetreuung auf dem Schulhof, in den Fluren, in vielen Extraterminen am späten Nachmittag und am Abend. Die Aufgaben, die von der Politik und der Senatsbildungsverwaltung den Beschäftigten an den Berliner Schulen auferlegt werden, wachsen seit Jahren kontinuierlich. Auch für die Schulleitungen. Vieles davon hat mit den eigentlichen Aufgaben einer Lehrkraft oder einer Schulleiterin, eines Schulleiters immer weniger zu tun. Ich spare mir hier Aufzählungen. Ihr wisst selbst, was euch zunehmend die Energie und die Freude an eurer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe nimmt. Auch wenn dies manchmal mit Schulleitungshandeln zu tun hat. Das ist mir durchaus bewusst. Aber auch wir Schulleitungen erleben, wie seit der Pandemie und vor allem in diesem ersten Schuljahr danach, der Stresslevel bei uns und in den Kollegen gestiegen ist. Der Lehrkräftemangel und die dadurch bedingte Mehrarbeit für die Beschäftigten, um Ausfälle und Vertretungen zu stemmen, befeuern die ungesunden Arbeitsbedingungen. Teilweise werden in ersten Klassen 27 Kinder und mehr, man muss sagen, gestopft. In den Oberschulen sieht es vielfach noch schlimmer aus, mit über 30 Jugendlichen in zu kleinen Räumen. Stress im Klassenraum ist davor programmiert. Zahlreiche Schulen mieten die baufälligen Ruinen an. Heilungs- und Fachräume müssen mit zusätzlichen Klassen belegt werden. Und am stärksten trifft es wieder mal die Schwächsten im System. Doppelstellungen und Förderstunden für Kinder mit sonderpädagogischen Bedarfen werden gestrichen oder finden aufgrund der seit Schuljahresbeginn vorhandenen Minderausstattung erst gar nicht statt. Viele von euch fühlen sich zu Recht alleine gelassen mit dem Auftrag, sonderpädagogische Förderung durchführen zu müssen, aber ohne die ihnen zustehenden und in den Richtlinien festgeschriebenen Ressourcen. Berlin fährt die Inklusion gerade an die Wand und das nicht nur auf Kosten der betroffenen Kinder, sondern auch auf eurem Rücken. Neben den Kindern mit anerkanntem Förderbedarf stellen wir seit Jahren in allen Schularten fest, dass eine stetig wachsende, herausfordernde Schülerinnenschaft von uns deutlich mehr Zeit und Kraft einfordert, ohne dass es dafür ausreichend Ressourcen gibt und unterstützende, gesundheitserhaltende Maßnahmen eingeleitet werden. Wir Schulleitungen sollen den von der Politik produzierten und schön geredeten Mangel dann verwalten und werden mit der nur halbgar konzipierten eigenverantwortlichen Schule von der Bildungsverwaltung abgewiesen, wenn die Zustände vor Ort nicht mehr verantwortbar sind. Dies schlägt sich dann in der Attraktivität von Schulleitungsstellen nieder. Schon lange kann die Verwaltung bei vielen Stellenverfahren nicht mehr unter zahlreichen geeigneten Bewerberinnen auswählen, wenn es um Schulleitungen und vor allem um die Konrektorate geht. Die private Wirtschaft, die von der Senatsbildungsverwaltung immer wieder gerne als vorbildliches Beispiel herangezogen wird, ist da in vielen Fällen viel weiter. Viele Firmen bieten ein gutes, motivierendes Arbeitsklima und bieten ihren Mitarbeitern gratis gesundheitserhaltende Maßnahmen, Leistungen an, teilweise sogar Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich, um ihre wertvollen Fachkräfte bei guter Gesundheit in der Firma zu halten. Und wie sieht es im System Schule aus? Viele Kolleginnen sind krank und dauerhaft, gehen auf Teilzeit, um die Arbeit überhaupt noch bewältigen zu können. Zahlreiche Studien bestätigen inzwischen wissenschaftlich fundiert, Überforderung und Unzufriedenheit eines Großteils der Lehrkräfte quer durch die Republik. Diese Situation wird durch den existierenden und weiter zunehmenden Lehrkräftemangel weiter verschärft. Aber anstatt sich um bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen und
Schulen zu kümmern, sodass die Beschäftigten die Arbeit auch bei Vollzeit wieder leisten können, ohne krank zu werden. Fällt der Politik nichts anderes ein, als die Teilzeitregelung für Lehrkräfte einkassieren zu wollen oder womöglich die Arbeitszeit zu erhöhen. Das wird schiefgehen. Es bleibt abzuweisen, was der neue Senat und die Bildungsverwaltung sich ausdenken, um die Probleme im Schulsystem in den Griff zu bekommen. Ob die neue Regierungskoalition nach der Wahl dies hinbekommt, darf bezweifelt werden. Und es ist schon erstaunlich, dass zwei von drei Parteien in der Koalition, zumindest auf Ebene der Bildungspolitikerinnen, ihre deutliche Solidarität mit unseren Streiks und Forderungen bekundet haben, aber es dennoch kein Gesprächsangebot seitens der Finanzverwaltung gibt. Liebe Berliner Grüne, und ich sage dies meiner Partei auch als Mitglied, kommt endlich aus dem Quark und setzt das um, was ihr in euer Programm geschrieben habt. Und wenn ein grüner Finanzsenator nicht in der Lage ist, selbstbewusst ein Gespräch mit uns als GEW zu führen, ohne sich weinerlich hinter der TDL zu verstecken, dann sollten die grünen Abgeordneten mal überprüfen, ob sie auf die Stimmen der Lehrkräfte am Sonntag und gegebenenfalls darüber hinaus verzichten möchten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich befürchte, der Druck in Kessels Schule wird weiter steigen. Zahlreiche Schulleitungen und ihre Interessenvertretungen machen der Senatsbildungsverwaltung und der Politik immer wieder klar, dass es so nicht weitergehen kann. Allerdings ohne groß Gehör zu finden. Es wird also vermutlich weitere Aktionen und Streiks bedürfen, um die verantwortliche Politik zu bewegen. Geht auf eure Schulleitungen zu. Bringt das Thema Belastung an euren Schulen auf die Tagesordnung der Gesamtkonferenzen. Stellt Anträge zur Transparenz über die Zumessung und Verwendung der sonderpädagogischen Stunden. Fasst Beschlüsse zur Teilzeit und beschwert euch, wenn diese nicht eingehalten werden. Beruft GEW-Versammlungen an euren Schulen ein und klärt auch die Elternschaft über die zunehmende Belastung auf. Denn es ist erklärtes Kalkül der Finanz- und Bildungsverwaltung, auf eure wachsende Müdigkeit und sinkende Streikbereitschaft zu setzen. Lasst nicht nach! Danke für eure Hilfe. Vielen Dank, Juri! Und es ist gut, dass wir auch Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW haben. Der Platz ist weiterhin vorratig gefüllt. Frau Rufeil, Herr Gegner, Sie können uns nicht ignorieren. Ich hatte schon gesehen, die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, schaut sich auch an und weiß, dass sie uns hier auch in den nächsten Koalitionsverhandlungen hier nicht ignorieren kann. Herzlich willkommen, Katina Schubert.